Wir haben jetzt so gut wie alle Tickets abgearbeitet. Nicht das realistischste Szenario, ich weiß, aber so langsam können wir uns der 80-20-Regel widmen und ins Feintuning gehen. Und dazu gehört dann auch ganz klar im Online-Marketing, im technischen Online-Marketing, die Optimierung des Quellcodes. Und genau dafür gibt es halt auch eine wunderbare Methode, um mal zu schauen, wie weit gibt es Differenzen zwischen dem, was tatsächlich im Quellcode ausgegeben wird und wie es dann tatsächlich auch browserseitig interpretiert wird und sogar Auswirkungen hat bis in das Suchergebnis hinein. Von daher freue ich mich da über einen Impuls. Aber Sarah, wer kann uns da nur helfen? Du, ich kenne da jemanden, der kennt sich mit dem Tool Webpage-Test so richtig gut aus. Und der hat uns schon einige gute Tipps gegeben. Ich frage mal einfach so nach. Alin, hast du für uns einen Tipp, wie wir das rausfinden? Sarah, Patrick, tatsächlich gibt es bei Webpage-Test auch dafür eine Funktion. Das heißt, man kann sich den Quellcode angucken, der vom Webserver produziert wird. Und man kann sich das anschauen, was der Browser daraus macht. Also es geht hier tatsächlich einfach darum, Unterschiede zu erkennen. Ist das, was gekommen ist, tatsächlich 1:1 übernommen worden? Oder gibt es vielleicht Unterschiede? Man muss hier sehr genau aufpassen. Das ist natürlich vom User Agent, vom Crawler abhängig. Aber es kann zumindest mal einen Hinweis darauf geben, ob es zu viel, zu wenig oder gar nicht oder wie auch immer. Und ihr geht hier auf HTML-Div. Und was ihr dann zu sehen bekommt, ist, das dauert immer eine gewisse Zeit, weil natürlich der HTML-Code analysiert werden muss. Und das wird eben einmal der serverseitig gerenderte HTML-Code analysiert und einmal der client-seitig gerenderte HTML-Code analysiert. Und ihr seht die Unterschiede. Also alles, was rot untermalt ist, das sind die Elemente, die entfernt wurden. Und sie wurden durch die grün unterlegten Elemente ersetzt. Und hier müsst ihr dann genau gucken, hat sich irgendetwas geändert? Ist das tatsächlich in meinem Sinne oder will ich das gar nicht so haben? Also ihr seht zum Beispiel hier, die ersten zwei Zeilen wurden komplett ersetzt. Doctype HTML, HTML xdatalang.de, das wurde durch diese zwei Zeilen ersetzt. Und so könnt ihr einfach durch euren gesamten Quellcode gehen und gucken, was die Veränderungen waren, ob sie hilfreich, schädlich oder neutral waren. Das Schöne ist halt, dass ich dann auch dort immer mal wieder so kleine Flüchtigkeitsfehler identifizieren kann. Also zum Beispiel, dass man dann halt im Head oder im Body unnötige Elemente findet, die eigentlich woanders hingehören. Von daher vielen Dank für diesen Impuls. Super schön, um wieder Betroffenheit zu schaffen, im einen oder anderen wichtigen Termin bei euch im Unternehmen. Klasse.